Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen, in ihr Potenzial zu bringen und das Leben zu leben, was sie leben möchten. Und das gelingt am besten, wenn du vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer wirst. In diesem Monat erwarten dich spannende Interviews von meinen Kunden, sowohl Coaching-Kunden wie aber auch Kunden, die gerade in der Hypnose-Online-Ausbildung sind. Also lass dich diesen Monat mal inspirieren von anderen, wie sie ihren Weg gegangen sind, was für sie wichtig war, was ihre Learnings sind. Und vielleicht ist für dich die ein oder andere Erkenntnis auch dabei oder du findest dich in dem ein oder anderen Beispiel auch wieder. Ganz viel Spaß heute bei dem Interview mit der lieben Sabine. Sabine war letztes Jahr beim HBL, also das Retreat, harmonische Beziehungen leben, hatte dann eine Pause und ist dann bei Neustart, meinem jährlichen Programm, wieder eingestiegen. Aber das wird sie dir gleich alles in Ruhe erzählen, wie es für sie war, was ihre Learnings waren, was ihre Herausforderung war und was sie vielleicht sogar jetzt anders machen würde, jetzt wo sie es weiß. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Schön, dass du da bist. Danke, Simone. Schön, dass ich hier sein darf. Magst du mal erzählen, wer du bist, was du machst? Vielleicht zwei Sätze? Ja, wer bin ich? Ja, ich bin eine Singlefrau und habe drei erwachsene Kinder, bin so im Lehrberuf tätig. Also bilde junge Lehrer aus, Studierende. Manchmal bin ich auch noch an der Grundschule mit Kindern tätig. Und ja, bin sonst eine sehr fröhliche Frau, würde ich sagen, sehr lebensfrohe Frau. Und das hatte ich so ein bisschen verloren. Und so hat der Weg mich ja dann zu dir geführt. Wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden? Ja, ich bin dir schon längere Zeit auf Instagram gefolgt, eigentlich im schulischen Kontext. Und ja, als dann eben diese Krise in mein Leben trat und es mir wirklich sehr schlecht ging, da habe ich auch so ein Interview von dir gesehen und das Intro zu HBL. Mhm. Und da war mir irgendwie klar, ich möchte jetzt irgendwas tun, ich komme so nicht weiter. Mhm. Ja, und dann war ja der letzte Platz im letzten Sommer meiner und das war sehr, sehr gut. Mhm. Und bevor du angereist bist, hattest du da irgendwelche Befürchtungen oder Sorgen? Also ich sag mal so, ich hatte ganz viel Sorgen mit mir selber und es war auch ungewohnt für mich. Also gerade Mallorca war immer unser Familienurlaub, wo wir alle gemeinsam hingeflogen sind. Und dann saß ich da ganz allein im Flieger. Ich wusste nicht, was auf mich zukam. Was ist das für eine Gruppe? Was sind das für Menschen? Das war schon hochspannend, muss ich sagen. Aber ja, diese Neugier und sich darauf einzulassen und auch mein Entschluss, ich will jetzt was tun, der war da schon sehr entscheidend. Schön. Und dann bist du ja angereist, hast die Gruppe kennengelernt, hast den Prozess kennengelernt. Wie war die Reise für dich? Ja, also das ist auch immer noch in der Erinnerung so faszinierend gewesen. Es sind mit mir ja 11 andere fremde Menschen dort gewesen und ich selber war auch in keiner guten Verfassung und da fremdelt man am Anfang so ein bisschen. Aber dieses Fremdeln, würde ich sagen, hat höchstens eine Stunde gedauert. Dann war man im Gespräch mit den anderen und als die Arbeit losging, war es eben ganz schnell, dass man gemerkt hat, uns verbindet etwas ganz Tiefes miteinander, nämlich dieser Wunsch, an sich zu arbeiten, mit sich in Kontakt zu kommen. Und darüber ist man auch miteinander ganz tief in den Kontakt gekommen und in das Vertrauen, in die Wertschätzung. Und das war auch sehr, sehr aufbauend in dieser Situation für mich. Also das auch so zu spüren, was die anderen gegeben haben und auch wieder zu spüren, dass ich was an die anderen geben kann. Das war schon ein ganz toller Prozess. Was waren so deine Key Learnings oder deine Schlüsselerlebnisse? Als du mich ziemlich am Anfang, als wir über Ängste etwas gemacht haben und ich so ganz sonnig gesagt habe, nö, habe ich nicht, keine Angst im Leben, ne?
Und du dann mit mir in die Einzelarbeit gegangen bist. Und das hat mich sehr fasziniert. Und das war auch ein Schlüssel, sich zu öffnen und zu sehen, trau dich an die Dinge ranzugehen und mal genau hinzugucken. Ich kann mich sogar noch gut dran erinnern. Ja. Das hatte was mit Wasser zu tun, ne? Genau, ich konnte nicht im offenen Meer schwimmen. Und wenn wir mal gucken, wir waren nachher mit der Gruppe sogar am Meer. Ja. Das ist so auch, wie man von der Gruppe getragen wird. Sie haben das ja alle mit, also waren dabei bei dieser Arbeit und haben mich dann ins Wasser, ins tiefe Wasser, in dem ich nicht mehr stehen konnte, begleitet und ich konnte im Meer schwimmen. Obwohl, du bist wahrscheinlich nicht mit dieser Aufgabe gekommen, ne? Sondern nein. Das war noch so Nebeneffekte, ne? Ja, absolut. Das muss ich auch sagen, also harmonische Beziehungen leben hatte ich, weil ich aus einer Partnerschaftskrise kam, natürlich für mich so dahin übertragen, ich ordne da jetzt harmonische Beziehungen leben zu können. Und am Ende der Woche habe ich ja gesagt, ich habe in der Woche an der harmonischen Beziehung zu mir selber gearbeitet. Ja. Und da waren sehr viele Schlüsselerlebnisse drin und das war auch ein Key-Learning zu wissen, wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich mit mir fein bin, dann kann ich vielleicht auch ins Leben gehen und andere Beziehungen harmonisch leben. Siehst du die Dinge heute manchmal etwas anders als vorher, wenn du mit Menschen in Kontakt bist? Ja. Kannst du das beschreiben? Was mir so auffällt, ich bin, glaube ich, ich habe mehr Mitgefühl entwickelt für andere. Und gerade wenn mir auch Menschen in Krisensituationen begegnen oder auch in meinem Beruf, in meiner Ausbildung, wenn die so an Punkten sind, wo es schwierig wird. Und wenn dann so dieses kommt, das kann ich jetzt nicht ändern, also so diese Ausweglosigkeit, dann spiegelt sich das nochmal für mich. Und ich denke doch, es gibt immer noch eine andere Sicht auf die Dinge. Ne? Ja. Ja, das würde ich so sagen. Also das nehme ich da mit. Und ich selber bin auch, du sagst ja so oft, wir sind die Geschichte, die wir uns erzählen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Schlüsselsituation, wenn ich nochmal in so Gedankenkarussells reinkomme, dass ich denke, was ist denn jetzt hier wirklich und warum erzähle ich mir das jetzt immer wieder? Es ist nicht mehr da, es ist jetzt anders, du bist am anderen Punkt im Leben. Mhm. Und das gibt mir viel Energie, weiterzugehen. Wie hast du dich nach dem Retreat gefühlt? Wie ein neuer Mensch so, also als wenn ich Bäume ausreißen könnte und auch mein Freundesumfeld hier, meine Familie hat so zurückgemeldet, also du bist als Häufchen Elend weggefahren und du bist so fröhlich wieder da und du bist so bei dir und also das war total positiv, das war so ein Energizer, es war ein totaler Push. Mhm. Hat auch jeder andere gemerkt, dass was passiert ist. Ja, absolut. Okay. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Denn du hast ja später dich auch nochmal entschieden, weiterzumachen. Mhm. Ne? Magst du darüber auch so ein paar Sachen sagen? Ja, also der Trugschluss, dass diese Woche jetzt alles verändert und es ab jetzt in meinem Leben nur noch kraftvoll und positiv weitergeht. Und ich bin wieder in meinen normalen Alltag rein und habe mich nicht mehr sehr viel mit mir selber beschäftigt. Und dann hat das Außen wieder sehr viel Besitz von mir ergriffen. Und ich bin dann, also ich kam ja im August wieder und ich bin dann so kontinuierlich bis in den Dezember wirklich, wie ich so sage, in den Sinkflug gegangen. Alles Ereignisse von außen, aber da war überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, dass ich es geschafft hätte, das abzupuffern. Und dann ging es mir Ende Dezember richtig, richtig schlecht. Und wir waren ja immer in Kontakt, auch in der Gruppe übrigens noch. Und dann kam diese Neustart. Sache. Und das war allein auch von der Begrifflichkeit, dass ich so dachte, so ist, ich möchte was tun, ich komme nicht alleine weiter, ich brauche noch Unterstützung und ich möchte weiter an mir arbeiten. Und dann haben wir ja gesprochen und dann habe ich mich für den Neustart entschieden. Ja, ich habe gesagt, nutze die Gruppe, ne? Ja, ja. Aber trotzdem kommt man dann an Punkte, also ich kann es nur sagen, wo ich für mich am Ende war, also mit meinem Latein am Ende war. Ich kam für mich alleine nicht mehr weiter.
Ja. Und dann ist es eben, es ist deine Person, die einen weiterbringt, das Programm, die Gruppe, die man dann hat. Und ja, das hat mich dann wieder weitergebracht. Wie war es denn dann bei Neustadt? Erzähl mal. Das war Anfang des Jahres, Januar. Wir haben jetzt Ende Mai, ne? Ja. Es ging von Januar bis April, Anfang April, ne? Genau. Was auch sehr schön war, dass man so einen langen Zeitraum vor sich hatte. Das war ja auch wieder hochspannend. Also 21 Tage jeden Morgen um 6 Uhr so zu sitzen und sich da einzulassen auf die Arbeit. Und das bei mir, ich bin also keine passionierte Frühaufsteherin. Aber das war besonders und das war gut. In alle Richtungen. Also nicht nur, dass man da, dass ich da nur Erfolgserlebnisse hatte. Ich hatte da auch Erlebnisse, dass ich mal an einem Morgen da saß und dachte, was ist mit mir los? Es geht nicht weiter. Aber da war natürlich auch immer deine Begleitung da zu sagen, das gehört auch in den Prozess rein, dass eben auch mal keine Bilder entstehen, dass mal nichts da ist. Und das war auch gut, das zu erleben. Aber unter dem Strich ist ganz viel passiert. Und ja, denke ich, dass ich da jetzt bin, wo ich bin, auch, dass ich diesen Prozess einfach weiter fortgesetzt habe. Und jetzt gucke ich auch immer, wie kann ich ihn jetzt noch weiter fortsetzen. Ne? Sehr gut. Bringt Simone vielleicht noch, wo man so eine Kontinuität reinbringen kann? Oder vielleicht gibt es auch einen Neustart 23, dass ich das für mich zur Routine mache, dass ich mir das gönne, einmal im Jahr mich ganz doll mit mir selber zu beschäftigen. Ja, Schaden tut das nie, ne? Sage ich immer. Und ich bin ja auch schon ewig unterwegs und merke halt auch immer mehr, dass ich klarer werde, auch in meiner Haltung, in meiner Entscheidung, in dem, was ich will oder nicht will. Ich weiß nicht, ob du das kennst auch, dass man oft so viele Kompromisse auch manchmal eingeht, auch falsche Kompromisse. Oder aber auch Sachen nicht so sieht, so klar. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da bin ich, glaube ich, deutlich klarer geworden mittlerweile. Ne? Wie geht's dir denn heute, nachdem es im Dezember im Sinkflug Richtung Boden ging? Wohin schwebst du gerade? Oder segelst du? Oder? Also ich kann aus vollem Herzen heute, wenn jemand sagt, wie geht es dir, sagen, es geht mir gut. Schön. Es geht mir gut und es geht mir auch gut, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich mal traurig bin. Ja. Oder ich hatte letzte Woche eine Trauerfeier, die ganz viel bei mir angetriggert hat und wo die Tränen liefen. Und ich habe aber auch keine Kraft aufgewandt dagegen, ne? Laufen lassen. Habe ich auch gelernt bei dir. Und habe gedacht, ja, du bist jetzt hier traurig, weil es eine traurige Situation ist und weil du, also gar nicht über diesen Trauerfall, weil es dich an was anderes bringt. Und ich konnte aber einig damit sein, dass ich jetzt traurig bin, aber ich war ja jetzt nicht, ich bin jetzt nicht mehr traurig. Es war die Situation und die war gut und die war vielleicht auch gut, dass ich nochmal in der alten Situation war, aber dann war es auch gut und das ist so schön. Und ich kann heute auch wieder sagen, es geht mir gut, obwohl ich so eine Situation letzte Woche hatte. Also, ja. Du stemmst dich nicht gegen die Gefühle, sondern schwimmst einfach mit, ne? Ja. Und bist trotzdem arbeitsfähig, ne? Ja, ja. Oder gerade mehr deswegen. Sogar, ne? Gerade deswegen, weil ich die Energie ja nicht da reingeben muss, das wegzudrücken und wegzudrücken, sondern auch die Gelassenheit habe, das auf mich zukommen zu lassen. Ich wusste, dass diese Situation auf mich zukommt und war auch unsicher. Und dann war es eben so. Ja, es klingt gut. Ich glaube, es ist oft so ein Trugschluss, dass man sagt, wenn man, man verweichlicht dann, ne? Oder man ist nur noch emotional. Ne? Ich meine, Emotionen haben wir die ganze Zeit, ob wir die zeigen oder nicht, ne? Ob wir die unterdrücken oder dagegen kämpfen oder nicht. Die sind ja da. Und würdest du sagen, du hast einen besseren Umgang gelernt mit deinen Emotionen und dir? Habt ihr Frieden geschlossen oder Freundschaft geschlossen? Oder wie würdest du das beschreiben mit deinen Worten? Ich habe die angenommen. Meine eigenen Emotionen und konnte aussteigen, so aus dem, wie ich erzogen bin, dass man seine Emotionen nicht zeigt, dass man immer cool bleibt, dass man immer Kontenance wahrt, dass man immer ein Lächeln im Gesicht hat, sich zusammenreißt und da konnte ich in Frieden aussteigen und sagen, nö, muss ich nicht immer und bin auch liebenswert, wenn ich mal heule oder traurig oder wütend bin. Das tut keinen Abbruch, das darf da sein. Und da habe ich ganz viel mitgenommen aus der Arbeit. So eine Akzeptanz.
Hat sich dadurch für sich auch im Außen, was Beziehungsgestaltung angeht, verändert? Muss nicht nur Partnerschaft sein, du sagst es ja gerade, du bist Single, ne? Aber auch so zu Freunden oder Freundinnen oder deiner Familie, ne? Hat sich dadurch auch Ja, was verändert? also in den Freundschaften könnte ich es jetzt gar nicht so festmachen, aber auch was Familie angeht, zum Beispiel den Umgang mit meiner Mutter, ja, auch da so ein anderes Mitgefühl und nicht dieses Gefühl, ich muss da böse drauf sein, sondern zu sagen, okay, sie ist halt so, weil ich bin anders und ich kann ihr das auch jetzt sagen, ohne dass wir aneinander geraten. Also sie nimmt es dann so, wenn ich sage, ja, Mami, ne? Das siehst du so, ich fühle das anders und das ist auch okay. Geht auf einmal. Spannend. Ja. Und du bist ja im Sommer nochmal bei HBL2, ne? Ja, da Sehen wir freue ich uns mich auf sehr, jeden sehr drauf. Fall. Ich freue mich auch schon Ja. mega. Und ja, mich berührt es natürlich auch so, dass diese Geschichte mitzubekommen, ne? Auch zu sagen, okay, ich weiß ja, wie beflügelt du da weggefahren bist damals beim HBL, ne? Wie du angekommen bist und dass du auch so dieses Vertrauen weiter hattest, zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss für mich sorgen. Simone, was soll ich tun, ne? Und ich gesagt, das Ja. HBL hat jetzt gar nichts gebracht, so jetzt bin ich wieder. Das ist ja auch eine Art, durchs Leben zu gehen, ne? Aber das ist mir auch immer wichtig, dass Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung bei dir selbst, du hast 20, 30, 40, 50, 60 Jahre dein Leben so aufgebaut, du machst nicht einmal hübsch und dann ist alles weg. Ne? Nein. Aber dich besser zu verstehen und besser mit dir zurechtzukommen, heißt ja, mit sich selbst auch Frieden zu schließen letztlich und dann auch ein zufriedenes und friedvolles Leben zu gestalten daraus. Ne? Und ja. Ja, Liebe und durch dich sind, kriegt man ja ja. auch die Werkzeuge, ne? Wenn ich sehe, Ja. durch den Neustart, die ganzen Selbsthypnosen, die wir da haben. Also das ist auch manchmal so, wenn ich in irgendeiner Situation bin, dass ich dann nochmal gucke und mir eine von den 21 nehme und sage, so, na, ich glaube, es ist mal wieder dran, dass ich mich damit beschäftige, mit mir. Und das tut dann auch sehr gut. Ja, schön. Schön, dass du das nutzt. Absolut, ja. Wenn du jetzt den Hörerinnen und Hörern noch irgendwas mitgeben wollen würdest. Keine Ahnung was. Deine drei Tipps fürs Leben oder so. Hast du da was, was du gerne mitgeben möchtest? Ich weiß, dass, also du hast es zum Beispiel auch schon öfters empfohlen in deinem Freundeskreis, ne? Aber Ja. warum? Was ist so wichtig daran? Was ist dir so wichtig? Warum Menschen davon wissen und du dich auch bereit erklärt hast, hier ein Interview mit mir zu führen, ne? Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Ja, weil ich motivieren möchte, aus meiner Situation, die ich ja so war, immer meinen zu müssen, ich bin eine starke Frau, ich kann alles alleine, ne? Da möchte ich einfach motivieren, ja, diesen Mut zu haben, von außen sich Unterstützung zu holen, in diesen Prozess reinzugehen. Und auch, was würde ich sagen, tut es in der Gruppe. Ja, das ist so wunderbar, wenn man nicht so diese Einzelkämpferposition hat, sondern auch so getragen wird von einer Gruppe von Menschen, die da genauso an dem Punkt sind. Und da würde ich sagen, seid mutig, geht los und geht in den Prozess. Und das Zweite wäre, bleibt im Prozess. Aus meiner Erfahrung, ne? Sondern bleibt immer dran und immer dieses Bewusstsein haben, der Prozess endet nicht, der geht immer weiter. Das würde ich so Schön. mitgeben. Liebe Sabine, danke für deine Zeit, für Gerne, du das weißt, ich, Teilen. ja. Doch, das mache ich sehr, sehr gerne, weil wirklich, ich möchte motivieren, weil die Arbeit mit dir war für mich so, hat mich so verändert und hat so viel Positives in mein Leben gebracht, dass da möchte ich andere auch zu motivieren. Ja, das war ein schönes Schlusswort, liebe Sabine. Ich danke dir von ganzem Herzen und dir, die du zuschaust oder vielleicht zuhörst gerade, je nachdem, auf welchem Kanal du bist, denk daran, du bist da nicht allein mit deinen Themen und wir haben für uns selber einfach blinde Flecken und es tut gut, diese blinden Flecken auch mal aufzudecken und zu verstehen, was ist eigentlich mit dir los und warum bist du, wie du bist und warum passieren dir manchmal diese Dinge im Leben und ja, wie kannst du damit lernen, umzugehen oder vielleicht auch andere Dinge zu kreieren in deinem Leben? Ich freue mich auf einen Kommentar, wenn dir das Interview gefallen hat, auch über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Simone.